Ja, und damit willkommen hier zu einem kleinen Fazitvideo zu FIFA 21. Ich habe jetzt 10 Stunden lang die Early Access Version, also die Vollversion, spielen können. Und ja, dazu muss ich sagen, sind mir einige positive und einige negative Merkmale aufgefallen. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit einem positiven an. Das ist das Design. Es ist diesmal dunkler gehalten, schöner gehalten, wie ich finde. Und ja, ich finde auch die Art und Weise, wie sie das verarbeitet haben, wie sie das Menü gemacht haben, etwas kompakter, finde ich sehr schön, finde ich viel besser vor allem. Wie ihr jetzt sehen könnt, wir haben einzelne Menüpunkte wie Neuigkeiten, Ziele, Spielen, Transfers und Shop. Dann haben wir unser Stadion, was ich eine sehr gute Neuerung finde, wo wir durch einzelne Karten unser Stadion sehr verändern können. Ich habe jetzt noch nicht so viel freigeschalten, aber ich schätze, in dem kompletten Spiel wird es dann sehr schöne Stadien geben, die wir sehr individuell gestalten können. Außerdem kann man dann noch die Farben einzeln ändern, die Banner, die Werbebanner, die Stadionhymnen und vieles weiteres, wozu es dann, schätze ich, viele, viele, viele verschiedene Varianten geben wird. So, nun würde ich sagen, kommen wir zum Spielerischen an der ganzen Sache. Alles in allem seht ihr hier erstmal mein Starterteam, was heißt Starterteam? Das ist das erste Team, was ich durch diese Anfangspacks so bekommen habe. Und damit habe ich erstmal nur Squad Battles gemacht, da ich der Meinung war, oder immer noch bin, dass Rivals mir jetzt noch nichts bringt, da ich diese 5 Spiele sehr schlecht abschneiden werde mit dem Team. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu etwas zu den negativen Teilen, spielerisch her gesehen. Zuerst sind meiner Meinung nach die Flanken sehr OP, sowie die Kopfbälle, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Also ich habe in den Spielen sehr viele Gegentore, was das angeht, gekriegt, durch einen hohen Ball und einen Kopfball dann direkt. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, der Ball kommt von ganz außen reingeflankt und da ist so viel Druck dahinter, das kann noch spaßig werden. Ja, und außerdem finde ich, dass im Vergleich zu FIFA 20 hat sich nicht so viel geändert. Es ist einfach nur, dass die Pässe irgendwie so ein bisschen random kommen. Manchmal funktioniert es, wie ihr jetzt hier seht. Da funktionieren mehrere Passstaffetten perfekt. Ja, ein schöner Doppelpass, dann mit auf die Außen. Das funktioniert alles perfekt, bis auf den letzten Pass. Der kommt wieder nicht an. Fragt man sich nur, warum. Oder auch hier. Schöner durchgesteckter Ball. Und dann möchte man den Ball einfach nur hinten querlegen. Der Ball kommt nicht an. Wieso? Keine Ahnung. Oder hier, der erste Pass, ohne Bedrängnis, kommt einfach kacke. Und wenn wir jetzt hier sehen, schön rausgespielt, quer gespielt, dann leider den Schuss abgefälscht und dann kriegen wir den Konter. Da wurde sehr gut rausgespielt, aber dann, wir machen die Grätsche und der Ball springt glücklicherweise genau zum Gegner. Und unser Verteidiger schafft es sich nicht, gegen Messi durchzusetzen und der stolpert den Ball einfach glücklich rein. Da ist wieder so eine Momentum-Sache. Aber naja, es gibt auch Positives, wie zum Beispiel, was ihr hier im Hintergrund seht, man konnte sich schöne Tore rausspielen, da ich finde, dass das langsamere Gameplay gefühlt davon ein wenig profitiert. Und wir dadurch einfach, ja, spielerisch bessere Angriffe fahren können, bessere Konter auch. Und ja, dadurch selbst mit so einem Team schöne Tore erzielen können. Auch was das Dribbling angeht, mit dem R1-Dribbling haben wir uns da jetzt hier schön Freiraum verschafft und dann ins lange Eck abgeschlossen. Ja, alles in allem muss man sagen, aus den ersten 10 Stunden kann man jetzt noch kein großes Fazit ziehen, da einfach noch zu wenig Zeit ist, um das Spiel genauer kennenzulernen, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Aber es hat sich nicht viel geändert, bin ich der Meinung. Die neuen Sachen, wie das R1-Dribbling, finde ich sehr gut. Das könnte aber auch sehr OP sein, mit die Flanken gerade. Und womit ich noch gar nicht zurechtkomme, ist das mit den anderen Spielern schicken, die Laufwege da. Da bin ich irgendwie noch nicht so richtig mit klar gekommen. Aber das, denke ich, wird sich im Laufe der Zeit auch noch legen. Und ja, da würde ich sagen, lasse ich euch mit einigen schönen Toren aus meinen 10 Stunden noch alleine. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, gerne auch ein Abo. Und ja, wir sehen uns dann direkt zum Release von FIFA wieder mit einem neuen FIFA-Video. Bis dahin. Tschüss.